Hallo, schön, dass du bei diesem Video wieder mit dabei bist. Ich bin Yvonne und willkommen bei Himbeere liest. Ich habe zum allerersten Mal bei WeBuy bestellt und das Paket ist gerade eben angekommen und ich brenne drauf, reinzuschauen. Aber ich dachte mir, das machen wir gemeinsam. Erst als ich das Paket schon auf dem Weg zu mir befand, habe ich herausgefunden durch andere Videos, dass es da sehr wichtig ist, auf den Zustand der Bücher zu achten. Dass es einen großen Unterschied zwischen der Qualität sehr gut und gut gibt. Davon wusste ich bei der Bestellung an sich noch gar nichts. Von daher bin ich nun mega gespannt auf die Qualität der einzelnen Bücher und natürlich auch sowieso auf jedes Buch. Die Bestellung liegt nun schon einige Zeit zurück. Ich bin verwöhnt von anderen großen Online-Shops, was die Versandzeit betrifft. Die ist bei Rebuy auf jeden Fall erheblich länger. Aber jetzt ist es da und ich denke, wir starten einfach mal und schauen direkt rein. Bei den meisten der Bücher habe ich mich anfixen lassen von anderen Booktubern, die von den Büchern geschwärmt haben und sie vorgestellt haben. Von wem im Einzelnen habe ich mir leider nicht notiert. Das sollte ich in Zukunft auf jeden Fall tun. Aber bei der ersten Reihe ist das etwas anders. Ich war vor kurzem ja in einem ganz großen Thalia-Shoppen. Davon habe ich dir in meinem Vlog erzählt auf meinem anderen Kanal. Der nennt sich Himbeere süß-sauer. Schau da doch einfach mal vorbei. Ich kann dir das Video, diesen Vlog hier einfach mal unter dem i verlinken und auch unten in der Infobox. Da habe ich mir von so einem Taschenbuchtisch, wo es immer drei Exemplare zum Preis von einem gab, ein Buch ausgesucht, das nennt sich Walnusswünsche. Ich glaube, es waren Walnusswünsche. Und das Ganze spielte auf einer Walnussplantage. Das hat mich mega angesprochen. Und bei meiner anschließenden Recherche habe ich herausgefunden, dass es dazu eine ganze Buchreihe gibt. Und ich habe mir nun die ersten beiden Bände bestellt. Denn Walnusswünsche ist, glaube ich, Band 4 oder 5 schon. Die ganze Buchreihe wurde von Manuela Inusa geschrieben. Und hier haben wir den ersten Band, Wintervanille. Das schaut so aus. Ich mag diese Cover einfach so gerne. Richtig schön. Da das der erste Band ist und das Ganze ja Wintervanille heißt, denke ich, dass ich damit auch erst im Winter starten werde und dann im nächsten Frühjahr und Sommer die übrigen Bände lesen werde. Alle Bände spielen in Kalifornien. Hier haben wir jetzt das kalifornische Napa Valley und die Vanillefarm. Ja, super cool. Und ich habe mir auch schon gleich den zweiten Band einfach mal mitbestellt. Der nennt sich Orangenträume und spielt halt auf einer Orangenfarm in Kalifornien. Ja, und hier schimmert auch so ein bisschen die der Buchtitel. Richtig cool. Ich mag es echt voll gerne. Es gibt noch weitere Bücher davon. Ich habe hier noch Mandelglück und es gibt auch noch irgendwas mit Erdbeeren, glaube ich. Also wenn die Bücher gut sind, denke ich mal, werden die alle nach und nach bei mir einziehen. Ich mag es auch voll gerne, wenn die Bücher dann so im Regal stehen und man erkennt dann, dass es eine Reihe ist. Richtig cool. Draußen drehen klingt super. Der Wind ist es nicht. Im Fischer Verlag von Patricia Köhle ist dieses Buch hier erschienen, Das Lächeln der Libellen. Das wurde auf BookTube von mehreren empfohlen und ich fand die Beschreibungen einfach richtig gut. Jetzt, als ich das Buch selber in der Hand halte, sehe ich am Klappentext, dass es der zweite Band der Inselgärtenreihe ist. Also gibt es eindeutig einen ersten Band. Falls du diese Reihe kennst, schreib mir bitte unbedingt in die Kommentare, ob ich dieses Buch trotzdem zuerst lesen kann oder ob es wirklich sinnvoller ist, mir erst das andere Buch zu holen. Ich mag schon gerne die Bücher in der richtigen Reihenfolge gelesen. Wenn es aber wirklich keine Randgeschichte gibt, die sich durch die Bücher so durchzieht, sondern einfach nur es um die Inseln geht, die der Reihe nach vorgestellt werden, dann ist es ja wirklich egal. Also wenn du das weißt, schreib mir das gerne in die Kommentare. Hier befinden wir uns im Jahr 1953 auf der Insel Hiddensee. Das klingt schon mal ganz toll. Ich finde, das ist so ein typisches Urlaubsfeeling-Buch, könnte ich mir vorstellen. Und es geht um zwei Frauen, deren Leben so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist und die eine gemeinsame Reise nach Hiddensee antreten. Und was ihnen dort alles widerfährt, erfahren wir halt eben in diesem Buch. Dann habe ich noch zwei Bücher mitbestellt, die einfach so nach Sommer aussehen. Also ich habe mich da nicht von jemandem anfixen lassen. Ich habe weder den Klappentext gelesen noch sonst irgendwas. Einfach der Titel und das Cover haben mich so dermaßen angesprochen, dass sie mit mussten. Ich habe hier einmal aus dem Montlake Verlag von Lotte Römer Zitronenduft und zarte Küsse. Also bitte. Könnte ein Buch sommerlicher aussehen? Ich denke nicht. Ich finde es einfach so schön. In dem Buch geht es um die geliebte Kim, die hofft, dass sich ihr Chef, deren Geliebte sie eben ist, sich endlich offiziell für sie entscheidet. Dabei verkündet er, dass seine Ehefrau schwanger ist.
finde. Super Story für den Einstieg in so ein Buch. Es ist wirklich ganz dünn. Ich denke, das kann man so weglesen. Und naja, sie flüchtet halt dann, um sich abzulenken, zum Gardasee. Also ich denke, es wird ein schönes, leichtes Sommerbuch werden. Ein weiteres so ein Sommerbuch ist dieses hier von Maeve Haran. Ich weiß nicht genau, wie man diesen Namen hier ausspricht. Unser griechischer Sommer. In dem Buch geht es um vier Freundinnen, die zu Studienzeiten schon mal einen Sommerurlaub auf Griechenland verbracht haben und diesen nun einmal wiederholen möchten. Ob das ihnen gelingt, dieses alte Feeling von früher wieder aufleben zu lassen und was ihnen dort so alles widerfährt, denn natürlich hat mittlerweile auch jeder seine eigene Geschichte mit dabei, sein eigenes Päckchen zu tragen. Ich bin gespannt, ob mir das den Sommer hier versüßen wird. Dann habe ich mir 5 Bücher einer Buchreihe bestellt, wovon ich das erste Buch allerdings schon kenne. Allerdings nur als Hörbuch. Die Reihe kommt von Julie Kaplan und das sind diese Bücher hier, die alle in einem anderen Land spielen, alle sich um einen kleinen Laden, eine Bäckerei, ein Café, ein Hotel handeln. Und ich habe dieses hier schon als Hörbuch gehört und war irgendwie fasziniert. Das kleine Café in Kopenhagen ist einfach so zauberhaft beschrieben. Ich habe mich selber dort sitzen sehen mit einer Zimtschnecke vor mir, den Duft von Kaffee in der Nase und einfach in dieses Gefühl von Hygge so einzutauchen. Das war einfach wunderbar. Ich habe es total genossen. Die Geschichte, die sich darum dreht, ja, ist eine leichte, kleine Liebesgeschichte. Es war ganz nett, aber vor allem hat mir eben das gefallen, was ich von dem Land erfahren habe, von dem Lebensstil. Das war wunderbar. Ganz begierig darauf, mehr davon zu erfahren, habe ich gleich das nächste Hörbuch gestartet. Das war die kleine Bäckerei in Brooklyn. Und die Hauptprotagonistin kennt man schon von dem ersten Buch. Und ich war echt neugierig, aber ich habe das Ganze über BookBeat gehört und bei diesem Buch wurde dann die Sprecherin geändert und die Stimme hat mir so gar nicht zugesagt. Und tut mir leid, wenn die Stimme mich aufregt, nervt, das Piepsen mir in den Ohren dröhnt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich denke, wenn du schon öfter bei BookBeat was gehört hast oder Hörbücher, dann weißt du, wovon ich rede. Ich kam einfach nicht rein in die Story. Ich habe mich einfach nur geärgert über diese Stimme. Die andere war so malerisch, so leicht. Das war richtig schön und hier war es einfach sehr anstrengend. Deswegen habe ich das Hörbuch abgebrochen und mich ein bisschen geärgert. Umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, dass ich die Bücher bei Rebuy gefunden habe und kann nun endlich erfahren, was es mit der kleinen Bäckerei in Brooklyn so auf sich hat. Und mit dem kleinen Hotel auf Island, mit dem kleinen Cottage in Irland, mit dem kleinen Chalet in der Schweiz und mit dem kleinen Teeladen in Tokio. Es gibt noch mehr Bücher in der Reihe, aber ich dachte, für den Anfang reicht das erstmal. Das Buch ist, glaube ich, auch das Einzige, was nicht in so einem ganz schönen Zustand ist. Das ist hier ein bisschen so mit Kaffee-Teeflecken versehen, aber das stört mich jetzt nicht sonderlich, weil an sich sind die Seiten in Ordnung. Das würde ich ärgerlich finden, wenn die so stark geknickt sind und das, wenn man das so sieht, das mag ich nicht, aber dieser Zustand ist für mich vollkommen in Ordnung. Kalte Brise um die Nase ist ja wirklich ganz nett, ne? Aber ich brauche einen Stylisten. Aus dem Piper Verlag habe ich hier noch ein Buch, was mir auch auf BookTube empfohlen worden ist. Lieblingsmomente, das kommt von Adriana Popescu. Davon gibt es auch einen zweiten Teil, aber ich kann nicht immer alle sofort auf einmal kaufen. Du willst das Problem kennen. Ich starte nun erstmal mit dem ersten Teil. Hier geht es um Laia und Tristan, die sich auf Anhieb verstehen und gute Freunde werden. Und Lieblingsmomente, um Lieblingsmomente genießen zu lernen. Und man fragt sich die ganze Zeit, ob sich irgendwann daraus die große Liebe entwickelt. Obwohl beide, wo sie sich kennenlernen, noch in festen Händen sind. Also ich bin sehr gespannt, was es mit der Geschichte so auf sich hat. Das Buch ist von innen auch ganz hübsch gestaltet. Die Kapitel sind immer so einzeln abgesetzt. Ich glaube, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten werden auch so ein bisschen anders dargestellt. Das gefällt mir auch ganz gut. Ja, mal sehen. Dann habe ich mir den ersten Band der romantischen Green Valley Love-Reihe geholt. New Beginnings von Lily Lucas. Das habe ich auch jetzt so oft bei Instagram gesehen, dass ich es einfach kaufen musste. Was sich neckt, das liebt sich. Klingt total gut. Es geht um Lena, die normalerweise in Berlin lebt, jetzt aber als Au-pair in eine Kleinstadt an den Rocky Mountains zieht und dort in der Familie schnell heimisch wird, sich dort richtig wohlfühlt und trifft dort halt eben auf den jüngsten Sohn der Familie, der nach einem Skiunfall seine Profikarriere aufgeben musste und naja, ich denke, zwischen den beiden wird sich auch irgendwas anbahnen. Sonst wird es ja nicht Love Story heißen. Ich freue mich drauf. Dann habe ich hier einen weiteren
ersten Band einer Reihe. Es werden sehr viele erste Bände, also ich habe viel vor mir. Das hier ist New Hope, das Gold der Sterne von Rose Bloom. Und das habe ich öfter schon bei BookTube jetzt gesehen, dass es vorgestellt worden ist. Und dann wurde so sehr dieses malerische kleine Städtchen beschrieben, das in dem Buch eben vorkommt, dass ich sofort an Gilmore Girls und Stars Hollow denken musste. Und in Stars Hollow hatte ich mich damals bei der Serie auch so drin verliebt, dass sofort diese Assoziation kam und ich dachte, aber das so ähnlich ist, ich würde es total feiern. Und wenn man das Buch aufschlägt, ist hier vorne nämlich auch so eine Karte drin von dem Ort und wo das so liegt und was da noch so alles drumherum ist. Finde ich richtig cool. Also es könnte echt was sein, was so ähnlich ist. Und im Klappentext geht es auch ganz viel um das verschlafene kleine Städtchen und um Lake, die wo das Nesthäkchen ihrer Familie ist und ihren Platz noch nicht so richtig gefunden hat, aber dass es nirgendwo anders sein wird als in New Hope. Klingt alles sehr danach, also mega spannend. Noch ein erster Band einer Reihe, also das sind so viele, du musst mir unbedingt sagen, mit welchem ich anfangen soll. Die Entscheidung wird mir echt schwer fallen. Golden Hill und der erste Band heißt Touches von Nicole Böhm. Wunderschönes Cover auch, so Ton in Ton mag ich sehr gerne. Wenn man hier das Buch aufklappt, ist hier vorne auch so ein richtig schönes Bild zu sehen. Und dieser Spruch, der hier steht, den mochte ich sehr gerne leiden. Clay war so wild wie dieses Land. Sie war ein Wirbelwind, der alles mit sich riss. Ein sanfter Duft nach Schnee und Sandelholz stieg mir in die Nase. Und ich musste unweigerlich an all die schönen Momente mit ihr denken. Finde ich richtig cool. Und ich denke mal, das wird auch eine ganz tolle Liebesgeschichte sein mit Pferdetherapiestätte, einer tollen Dorfgemeinschaft und einer Ranch. Dann habe ich noch einen Krankenhausroman. Was mich dabei geritten hat, kann ich dir gar nicht so genau sagen, außer dass es von Anne Lück ist. Und von Anne Lück habe ich gerade Silver und Poison gelesen und das Buch hat mir so gut gefallen. Ich mochte den Schreibstil so gerne leiden, dass ich unbedingt noch mehr von ihr lesen wollte. Und die anderen Bücher haben mich jetzt nicht so wirklich angesprochen. Ich meine, eine Krankenhausstory spricht mich auch nicht so wirklich an. Aber hier, ähnlich wie bei Silver und Poison, lieb ich das Cover total. Und es gibt auch einen zweiten Teil davon, also dachte ich mir, versuchen wir es mal. Nachtleuchten nennt sich dieser Teil. Es geht um das St. Alex Krankenhaus und um die junge Krankenschwester Samira, die keine Zeit für die Liebe hat. Sie arbeitet auf der Kinderpalliativstation in Berlin und kümmert sich nebenbei noch um ihre jüngeren Brüder, also bleibt wirklich nicht sehr viel Zeit für die Liebe. Aber natürlich gibt es da diesen wunderbaren jungen Arzt Louis. Und ob der wirklich in ihr Leben passt, erfahre ich bestimmt in diesem Buch. Es reißt nicht ab mit ersten Bänden und wunderschönen Buchcovern. Also da kann man doch einfach nicht widerstehen. Oder Regenglanz. Und wie kommt man auf so einen Namen? Richtig toll. Von Anja Oma ist dieser Roman und der ist im Kies, nennt sich das so, Kies Verlag erschienen. Ich liebe dieses Cover. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch 3 Romane davon. Und dieser Roman dreht sich jetzt um Alisa, einer Kunststudentin, die nach der Uni als Tätowiererin arbeitet. Und den Sportstudenten Simon oder Simon, der so tiefblaue Augen hat, dass es Alisa den Atem raubt. Ja, muss ich noch mehr sagen. Ich denke, es wird sehr romantisch-magisch werden. Das waren jetzt mega viele seichte Romane und Liebesromane. Eigentlich bin ich gar nicht so der Typ für solche Bücher, aber die haben mich einfach wirklich alle richtig gut angesprochen. Ich liebe ja so historische Romane, davon habe ich mir jetzt gar keinen gekauft, weil ich da auch gerade aktuell keinen finde, der mich so richtig fasziniert. Aber ich habe mir noch 2 Fantasy-Romane geholt, kann man das so sagen? Ich habe keine Ahnung. Einmal diesen hier, Banshee Live. Dämonenjagd für Anfänger. Dieses Buch wurde auch auf BookTube vorgestellt und ich weiß nicht mehr, wie die BookTuberin hieß, aber die war fasziniert davon und hat sich schon auf den nächsten Band gefreut. Und ich bin auch neugierig, wie Miriam Rademacher das Ganze so umsetzt. Ich meine, das Cover ist auch wieder so schön. Ich mag auch diesen Schriftzug und es ist so ein bisschen erhaben. Richtig, richtig schön. Es geht eben um Livy, der Benji, die sich um eine Familie kümmert, die sie selbst beschreibt als tollpatschigste Familie Englands. Sie hat also allerhand damit zu tun, auf diese Familie aufzupassen, obwohl sie sich ihren Tod eigentlich anders vorgestellt hat. Ich finde den Klappentext einfach total zauberhaft und die einzelnen Kapitel sind auch alle so ein bisschen hübsch dekoriert und gestaltet. Mag ich sehr gerne und ja, ist mal was ganz anderes. Sowas in der Art habe ich wirklich noch nicht gelesen. Ja,
Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Buch. Was heißt schon, ne? Es war, glaube ich, auch genug. Ja, hier ist es einmal wieder das Cover, was einfach so wunderschön ist. A Touch of Darkness. Ich mag auch diese neuen englischen Titel. Ich habe ja schon erzählt, dass ich viele, viele Jahre nicht gelesen habe. Damals gab es wirklich deutsche Bücher nur mit deutschen Titeln. Ich finde dieses richtig toll. Scarlett St. Clair schreibt hier von der Göttin des Frühlings, die anscheinend bis heute noch ohne Magie ist und sich deswegen für ein Leben der Sterblichen entscheidet. Und in diesem sterblichen Leben auf einer ganz normalen Party begegnet sie Hades, dem Gott der Unterwelt, und lässt sich mit ihm auf eine Wette ein, die sie natürlich verliert und so in Schuld steht bei dem Gott der Unterwelt. Ich meine, also bitte, könnte die Story irgendwie cooler sein? Ich finde es einfach fantastisch. Naja, und wie diese Wette so aussieht, was genau sie verloren ist und was alles zu ihren neuen Aufgaben gehört, erfahre ich eben in dem Buch. Und also mit dem muss ich wirklich bald anfangen, weil das packt mich schon sehr. Ich glaube, es gibt da auch mehrere Teile von. Ich muss mal eben nachschauen. Ja, natürlich. Das ist natürlich auch der erste Teil einer Trilogie. Wunderbar. Ich habe also auch noch jetzt dann wieder viele Bücher auf meiner Wunschliste, sofern mir jetzt die ersten Bände natürlich gefallen. Das gilt jetzt abzuwarten. Ja, das war also meine erste Bestellung bei Rebuy. Ich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht zwischendurch so viel von dem Zustand der Bücher gesprochen, aber klar, so ein paar Knickel kann man hier sehen. Aber das stört mich jetzt nicht sonderlich. Also es ist wirklich sehr, es hält sich wirklich sehr, sehr in Grenzen, finde ich einfach. Und dann ist das für mich schon in Ordnung. Die Seiten sind in Ordnung. Das habe ich jetzt bei allen Büchern drauf geachtet. Das ist für mich immer das Wichtigste, weil ich mag nicht so eingeknickte Seiten oder wenn so ein Riesenfehler bei den Seiten ist. Aber das war es nicht. Von daher war die Bestellung wirklich okay. Und ich habe wirklich oft auch den Zustand gut angegeben. Und ich hatte jetzt schon ein bisschen Not, weil viele gesagt haben, das ist schwierig mit gut, aber ich kann jetzt hier wirklich nichts Negatives feststellen. Und abgesehen von diesen ganzen zweiten, dritten und vierten Bänden, die sich hier nun alle anschließen müssten, habe ich schon wieder eine neue Wunschliste, um die ich so rumschleiche und es will nicht aufhören. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, mit welchem Buch ich starten soll. Denn mit dem Buch, welches am meisten genannt wird, kann ich ja einfach mal anfangen. Das finde ich eine ganz gute Idee. Und falls du noch eine Empfehlung hast für ein tolles Sommerbuch, kannst du mir das natürlich auch gerne in den Kommentaren schreiben. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn denn so ist, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und falls du noch mehr von mir sehen möchtest, abonniere auch den Kanal. Das unterstützt mich einfach total. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.